Kaum ein Thema aus der alten Volksheilkunde hat in jüngster Zeit so von sich reden gemacht wie das Salz. Im Ursalz, auch Steinsalz genannt, vermarktet als Himalaya-Salz, stecken Heilkräfte, die längst in Vergessenheit geraten sind. Die Volksheilkunde, die jahrtausendelang Salz für fast alle Belange des Lebens genutzt hat, kennt Steinsalz besonders gut. Ursalz wurde auch als das weiße Gold der Antike bezeichnet und war früher ein hochbezahltes Handelsgut. Gewöhnliches Kochsalz und Tafelsalz haben mit der biologischen Qualität des ursprünglich natürlichen Steinsalzes absolut nichts mehr zu tun. Denn raffiniertes Kochsalz bzw. Natriumchlorid werden zur Rieselfähigkeit und zur Verarbeitung zusätzlich, je nach Hersteller, verschiedenste chemische Stoffe beigefügt. So nehmen wir tagtäglich unzählige Chemie in uns auf. Dies kannst du einfach vermeiden, indem du naturbelassenes Himalaya-Salz zum Würzen nimmst. Ebenso wird die Anreicherung mit anorganischem Jod bei gewöhnlichem Speisesalz von vielen Ernährungswissenschaftlern vollkommen abgelehnt. Vor allem auch in der absoluten Top-Gastronomie wird Himalaya-Salz immer beliebter. Es hat eine wunderschöne rosa Farbe, eignet sich aber nicht nur zum Verzieren perfekt. Vor allem das Geschmacksfeuerwerk beim Zerbeißen der grobkörnigen Himalaya-Salzkristalle im Mund verleiht jedem Gericht eine ganz außergewöhnliche Note. Besonders fein schmeckt es zu gegrillten, aber auch bei erlesensten Gemüse und Salaten. Himalaya-Salz wird mit gutem Grund in den Himmel gelobt, denn diese tollen Eigenschaften hat das Steinsalz. Natürliche Ursteinsalze haben basischen Charakter. Basisch-organische Salze helfen, das Körperwasser zu entsäuern und somit das Säure-Basengleichgewicht zu halten. Im Steinsalz sind außerdem Calcium, Magnesium und Eisen enthalten, das unsere Körper ja so dringend benötigen. Bei regelmäßiger Anwendung wird Ursalz als Allheilmittel für Zivilisationskrankheiten gepriesen. Es soll sogar Fehlernährung wie durch zu viel Kochsalz korrigieren. Begründet wird dies vor allem damit, dass dieses Steinsalz über 80 chemische Elemente in einem ähnlichen Mischungsverhältnis enthalte, ganz ähnlich wie das menschliche Blut. Obwohl es noch keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt und einige Gesundheitsmiesepeter das Himalaya-Salz zu Unrecht ständig schlechtreden, soll man mit Himalaya-Salz Solelösungen, sogar Schwermetalle oder Ablagerungen in den Gefäßen, zum Beispiel bei Arteriosklerose, aus dem Körper einfach rausspülen. Steinsalzlösungen helfen bei unzähligen Hautkrankheiten, wie wir ja vom Toten Meer bereits kennen. Und Steinsalz wird natürlich auch seit Jahrtausenden spirituelle Fähigkeiten nachgesagt. Das muss natürlich nicht jeder glauben, dennoch aber ist es kulturell signifikant, dass Salz in allen Kulturen dieser Welt zur Geistervertreibung verwendet wurde. Ich will zwar keine Geister vertreiben, doch was ich will, ist ein gesundes und außergewöhnliches Ess- und Gourmet-Erlebnis und das kann man mit Himalaya-Salz perfekt erreichen.